Und das heißt, Kaufmann wird jetzt defensiver spielen. Makarenko geht vorne auf die rechte Seite. Und wir haben den Anschlusstreffer, das 1:2. Und Robert Hartmann gibt diesen Treffer. Da könnte man ja fast sagen, erfolgreicher Wechsel, während sich Daniel Heuer-Fernandes wehgetan hat bei diesem Treffer von Kleindienst. Wir schauen nochmal. Alles sauber. Korrekter Treffer, keine Abseitsposition, kein Foulspiel von Kleindienst an Heuer-Fernandes. Nee, das hat er alles völlig sauber gemacht. Das ist natürlich wichtig. Das ist auch meine Ansage an den Gegner, an die eigenen Fans. Und vor allen Dingen ist das eminent wichtig, dass man sieht, es geht doch.